Was geht ab, Leute? Lang ist es her, viele YouTuber hinter mir und jetzt kommt endlich mal wieder ein neues Video hier auf diesem YouTube-Kanal und diesmal von der Seite kickmax.ru. Ihr alle kennt bestimmt die Webseite, wenn ihr früher meinem YouTube-Kanal verfolgt habt. Kickmax ist eine sehr, sehr gute Webseite, wo man sich gute Replikaschuhe kaufen kann und mit dem Code LIL spart ihr auch nochmal auf der Webseite. Das war's jetzt von mir, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Peace. So, Freunde, dann kommen wir hier auch mal sofort zum Schuh. Wir können schon hier den metalligen grünen Jumpman erkennen. Denn wir haben hier die Jordan 4 Retro Metallic Green am Start. Wir haben eine Size US 8,5, also eine EU 42. Und der Versand war komplett zollfrei. Ich glaube, der hat 9 oder 10 Tage nur gedauert. Ja. Keine Zollprobleme, Versand via DHL, ganz normal, braucht euch keine Probleme, also keine Sorgen machen, ist problemfrei, zollfrei innerhalb der EU, heißt Deutschland, Österreich und Luxemburg. In der Schweiz müsst ihr ungefähr pro Schuh 40 Euro Zoll bezahlen, aber kriegt die Schuhe dann trotzdem. Hier nochmal Sponsor, Kickmax, Webseite, Phone, Instagram, checkt das gerne ab. Und hier das Papier mit der 23 drauf und natürlich haben wir hier auch doppelte Papier am Start, sehr, sehr geil. Holen wir mal die Schuhe raus und gucken uns mal die Schuhqualität an. So. Und dann haben wir hier auch nichts mehr drin. Machen das mal zu, holen den Schuh uns in den Vordergrund. So, stecken wir das mal da rein, damit ihr dann den Schuh auch euch vernünftig angucken könnt. Einmal und zweimal so. Hier haben wir so einen Tag dran, oranges Tag, so ein Nike Tag, ist beim echten nicht dabei, könnt ihr aber auch einfach abschneiden. So, wisst ihr, wie ich meine, das ist dann da gar kein Unterschied. Ansonsten haben wir hier einmal die Zunge. Zunge, finde ich, sieht sehr gut aus. Jumpman, vier komische Finger am Start, fühlt sich gut an. Von hinten haben wir dann genauso Air Jordan umgekehrt stehen, sieht gut aus. Cage geht auch schön schräg runter und nicht gerade und hier auf der Seite natürlich auch schräg und nicht gerade. Sehr, sehr schön gemacht. Natürlich haben wir hier, das weiß ich jetzt schon, die 6 Löcher am Start. Perfekt, sehr, sehr gut gemacht. Auf jeden Fall generell die Qualität von Kickmax. Die Leute, die vom alten Kanal dabei waren, wissen ganz genau, wie die Qualität ist. Und hier, wenn man reindrückt, sieht man, wie butterig dieses Leder ist. Sehr, sehr geil. Hier auch richtig schön buttriges Leder von hinten. Der Jumpman sieht auch gut aus, auf jeden Fall sehr gut. Hier, das hier springt auch sofort wieder hoch. Also an sich wirklich ein perfekter 3D Jumpman, perfekter Replika Schuh. Ich trage den selber. Mir wurde der sogar mal in der Schule beim Sportunterricht geklaut. Hat sich jemand auf jeden Fall sehr gefreut über diesen Schuh. Der wusste nur leider nicht, dass der fake ist. Ich meine, hier sieht auch gut aus. Und ja, deswegen, also ich habe den dann am selben Tag sofort nochmal bestellt. Aber sehr, sehr geiler Schuh. Ich trage den auch gern, also selber sehr gerne. Und ich kann ihn euch nur ins Herz legen. Natürlich, Purple Metallic ist richtig im Hype, overhyped. Tragt gefühlt jeder. Und dieser grüne sieht auch gut aus. Den trägt nicht, also den trägt jetzt nicht jeder. Aber richtig geiler Schuh. Sieht gut aus. Kommt richtig böse. Vor allen Dingen in Farbe grün. Ja, ich liebe Farbe, also ich liebe Grün. Grün kann man immer sehr gut tragen, kann ich nur empfehlen. Und das war's jetzt von mir. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit diesem Video. Checkt gerne, wenn schon andere Videos online sind, die anderen Videos ab, aber auch mein Instagram. Genauso wie mein Discord-Server. Links dazu alle in der Videobeschreibung. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Peace.